choice, go fight against your fate. Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Honkai Star Rail. Ja, jetzt auch mal wieder ein bisschen weiter, ne? Ich weiß noch nicht wann. Also, wir schreiben gerade Dienstag, den 19. März, ne? 4 Tage nach meinem Geburtstag. Sieht man auch hier, ne? Irgendwo, ne? Oder auch nicht? Irgendwo wird das doch angezeigt. Keine Ahnung. In Genshin wird das immer angezeigt. So, keine Ahnung. Ja, ich weiß nicht, wann ich das hier hochlade. Da werde ich wahrscheinlich erstmal so am Wochenende und so hochladen, ne? So am Samstag oder Sonntag, ne? Wenn ich mal irgendwie nur 2 Videos hochlade oder 3. Weil ich jetzt nicht weiß, wann ich das hier hochladen soll, ne? Weil das halt hier so gerade so Überlauf an Videos ist, ne? Ich bin zwar hier relativ nah dran, Lego Star Wars zu erledigen, wofür ich dann eigentlich Zeit hätte für dieses Spiel ein bisschen, aber ich will ja nicht so viel von diesem Spiel zeigen. Ich will ja nur hin und wieder mal was machen, ne? Ich wollte hier die Story in Pinakuni machen, ne? Und ja, wir machen hier so ein bisschen weiter, ne? Weil ich muss mich ein bisschen ranhängen, weil hier die ganzen Sachen, die ich hier noch machen muss, ne? Das hier hat nichts damit zu tun, aber hier die ganzen Sachen laufen alle ein paar Tage ab und um die erstmal machen zu können, muss ich in der Story weitermachen und da bin ich halt noch nicht weiter und deswegen muss ich jetzt mal alles hier machen. Also ja, gut. Ja. In der letzten Folge haben wir ja so ein bisschen die Story weitergemacht und sind von der Mademoiselle, die wir ja gerade sehen, ausgetrickst worden. Die hat sich als Sampo hier verkleidet oder verwandelt oder eine Maske von denen getragen oder was auch immer und uns ausgetrickst. Und wir sind irgendwie in so einem Traum oder so gelandet, ne? Und müssen jetzt da irgendwie herausfinden, zusammen mit Glühwürmchen, die auch irgendwo da ist, ne? Und ja, mir wird die ganze Zeit hier angezeigt, ich soll hier mit interagieren. Blablabla. So, indem man hier nämlich einige Quests macht, so einige Nebenquests, dann kann man hier irgendwie Belohnung erhalten, ne? Und ich, das mache ich hier schon die ganze Zeit und ja. Allerdings ist so gruselig und oh Gott. Und ja, das sind so wie diese Bäume in Genshin, ne? Wo du irgendwie ja so Sachen reinpacken kannst und dann kriegst du immer wieder Belohnungen, ne? Ich weiß gar nicht, ob ich irgendwie genug. Mir wird die ganze Zeit hier ein Ausrufezeichen gezeigt, als wäre da irgendwas Neues, aber da ist nichts Neues. Das ist einfach nur die ganze Zeit, ne? So, wir haben aber letztes Mal sie gezogen, wo ich sehr froh darüber war, ne? Ich wusste ja, ich würde sie bekommen, weil ich habe halt nachgezählt, ne? Meine PD, deswegen wusste ich halt, ich bekomme sie, ne? Ich bin sehr froh. Hab sie seit dem letzten Part auch schon relativ hoch gelevelt, ne? Also Level 80. Hab ihr alle Sachen eigentlich hier relativ hoch gelevelt. Mir fehlen hier so Dinger hier, so. Nee, nicht für die Dinger hier, diese, das sind so in Genshin gibt es sowas auch, da sind irgendwie so Kronen oder so, die man immer nur bestimmte Zeit bestimmte Male bekommen kann und so, und die gehen dann irgendwann aus, ne? Vor allem, wenn man viele Charaktere hat, die man reinpumpt, und ich habe jetzt schon von vielen Charakteren alle möglichen Sachen reingepumpt. So, ich habe sie habe ich einmal noch hier ein Eidolon geholt, Eidolon anscheinend, ne? Was richtig gut war, da weiß nicht, sie war gerade im Shop hier zu holen, ne? Und ich war schon mit Level 5 mit ihr, deswegen habe ich mir sie geholt und ich benutze sie sowieso sehr oft, von daher, ja, habe ich gemacht. Builds für sie sind eigentlich schon relativ fertig, ne? Ich habe schon Equipment alles hier relativ hoch, habe schon sehr oft mit ihr gespielt im simulierten Universum, habe schon einige Mal gewonnen deswegen, und ja, sie ist eigentlich fertig. Und sie soll ja eigentlich richtig gut sein in so einem Mono-Team, also ein Team, das nur aus einem Element besteht. Also hier zum Beispiel Quanten, ne? Das sind alles Charaktere, die Quanten-Element haben, ne? Ich soll eigentlich, ich glaube, ich soll Silberwölfe reinpacken, weil. Na gut, ein Silberwolf ist, sie kann anderen Gegnern eine Schwäche geben. Und sie gibt immer nur Gegnern die Schwäche, je nachdem, welche Konstellation man in der Gruppe hat. Wenn man zum Beispiel irgendwie Feuer, Wind und so hat, ne? Feuer, Wind, hier Nichtigkeit oder wie auch immer das Element hier auf Deutsch heißt, dann hat man eine Chance, entweder den Gegner Wind, Feuer oder Nichtigkeit zu geben. Aber da wir ja nur
Nichtigkeit, das ist der Pfad, nicht das Element. Ich spiele das Spiel nicht auf Deutsch, deswegen weiß ich die ganzen Begriffe nicht auf Deutsch. Das heißt nur Gewöhnungssache. Ja, Nichtigkeit, genau, das ist ja Pfad. Aber da, wir haben nur Quantencharakter, das heißt, jeder Gegner wird gegen Quanten ja anfällig sein. Ich werde dafür sorgen. Also ja, das ist gut. Bevor wir in der Story weitermachen, ich bin ja die ganze Zeit über solche Dinger gestolpert, die mich in so kleine Minispiele ja so einpacken. Und ich wollte nicht alleine schon mal hier zeigen, deswegen wollte das zum ersten Mal mit euch hier so erleben, was es damit auf sich hat. Und die restlichen mache ich dann wahrscheinlich auf Screen. Und ja, gucken wir mal, weil da ist so ein cooles Minispiel. Ich habe da irgendwann nur irgendwie was gesehen, aber ich habe das nie gemacht, weil halt weil ich da nicht alleine machen wollte. Und ja, da gucken wir uns mal an. Erstmal muss ich mal so eine Uhr hier so reparieren, ne? Tick-Tack, was mache ich nur? Was soll ich bloß tun? Bald werde ich verschrottet. Tick-Tack, die durchschnittliche Lebenserwartung von uns Uhren beträgt lediglich 133 Jahre. Bevor ich verschrottet wurde, werde, habe ich noch 129 Jahre. Ich will nicht verschrottet werden. So, da muss man so Dinger da reinpacken, ne? Ne, da muss man halt Minispiel spielen. So, und weiter als bisher habe ich noch nie gespielt, ne? Also, ich weiß nicht, was es hier mit auf sich hat. Aber, ja. Irgendwas kann man hier machen, das ist ein Minispiel. Okay. Ich weiß aber nicht, was man hier machen muss. Muss ich hier so einen Weg irgendwie machen? Wie gesagt, ich habe das hier noch nie gemacht, also. Aber ja, muss ich dich bewegen, Kollege? Bewegst du dich automatisch? Bewege dich. Oh, das Ding muss ich ja. Ah, guck mal hier. Cool. So, da muss ich einfach nur das Ding drehen, ne? Ah, Tick-Tack, Glocke ist in Action. Ja, aber diese Dinger habe ich die ganze Zeit offscreen gestolpert, aber habe ich noch nie gemacht, ne? Tick-Tack, wenn ich so darüber nachdenke, scheinen 129 Jahre ja immer noch sehr lang zu sein. Unheimliche Bausteine. Zum Traumuhrverwalter. Die versiegelten Blöcke strahlen eine unheimliche Aura aus, die Traumuhren funktionsfähig machen. Ich weiß nicht, was es damit auf sich hat. Aber ja, die Dinger können wir ja auch mal auf Screen einsammeln, ne? Also ich jedenfalls, ne? So, oh, ich vergesse mal, wenn ich da drücke, dann passiert das. So. Ich habe mich natürlich hier so ein bisschen umgeschaut im Pinakoni, ne? Oh, Ice Cream. Schwebend Eis. Bitte hab Erbarmen, du scheinst die knackigen Schreie der Tüte zu hören, aber es ist zu spät. Du kannst nur noch den verbleibenden Geschmack in deinen Mund genießen. Während du auf der Waffe herumkaust, fragst du dich, warum du zahlreiche kostenlose Waffen auf der Straße noch nicht verzehrt wurden. Sowas ist wohl in einer Traumlandschaft möglich. Nach der Hälfte der dritten Waffel wird dir vom Geschmack allmählich speiübel. Vermutlich ist das der Grund, warum der Hersteller nur drei Waffen in einem Pack anbietet. Ja, die bin ich auf Screen die ganze Zeit am Futtern, wenn ich welche sehe. Das ist ziemlich witzig. Der Dialog in diesem Spiel ist allgemein sehr witzig, ne? So, dann habe ich einige. Man kann ja die Emotionen von Leuten irgendwie ändern. Die Leute sind jetzt hier alle am Tanzen, weil ich den Typen ja geändert habe, ne? Keine Ahnung, den konnte man irgendwie so ändern und nachdem das hier auch fröhlich gemacht wurde, fangen die alle an zu tanzen, ne? Habe ich so ein bisschen mit rumprobiert. Ich habe mich ja schon so gut umgeschaut. Ist ja wieder, weiß nicht, ein paar Wochen her, seit ich das letzte Mal hier hochgeladen habe. So, ich würde sagen, wir machen mal ein bisschen der Story weiter, ne? Dafür müssen wir hier hin. Ich bin einmal ein bisschen hier hingelaufen. Da kam irgendwie eigentlich nichts, ne? Da kam irgendwie so Schriften, irgendwie so, die so aus dem Nichts aufgetaucht sind. Hab dann verpasst, aber ja. So, wir wurden ja von hier, von Sparkle, ja, wurden wir ja hier ausgetrickst irgendwie. Sie hat sich als Sampo verkleidet. Und sie hat irgendwie, weiß ich nicht, uns so angetippt und dann sind wir eingeschlafen. Und dann sind wir hier aufgewacht in so einer Traumwelt, ne? Mit Glühwürmchen, die auch irgendwie herumläuft, ne? Und so weit haben wir letztes Mal gespielt. Weiter habe ich auch noch nicht gespielt. Und dann gucken wir mal, was jetzt hier so abgeht, ne? So, wie gesagt, ich bin so ein ganz kleines bisschen weitergelaufen bis zu den einen Punkt da. Ja, das ist auch letztes Mal aufgetaucht.
Einfach nur, weil ich das Ding hier aktivieren wollte, weil hier gibt es irgendwie, weil nicht, da gab es irgendwie so einen Erfolg oder so, wo ich mit so einem Ding hier interagieren musste oder so. Deswegen bin ich da kurz mal hingegangen. Aber mehr habe ich jetzt auch nicht gemacht. Ne, jetzt ist alles wieder blind. Auf den Büchern im Regal ist kein Staubkorn, obwohl du dir sicher bist, dass es schon seit langer Zeit nicht mehr angerührt wurde. Okay. Da liegt was in der Luft. Hast du dich versteckt? Weiß ich nicht. Naja, wir können ja an Wände laufen, ne? Laufen, laufen. Ich laufe an Wänden. Okay. Weiß nicht mehr, wie das funktioniert. Max Wert der Traumblase. Dort konnte ich jetzt nicht lesen. Nähere dich deinen Traumblasentürm und interagiere mit ihnen, um Traumblasenaufladungen zu erhalten. Und dann kann ich da laufen, ne? R2. Kann ich damit die Sachen aktivieren? Kann ich da wieder auffüllen damit? Wenn du ein weiteres Mal mit dem Traumblasenturm interagierst, wird die Traumblasenauflage in deinem Besitz verbraucht. Außerdem wird die zusammengesetzte Traumblasenbrücke einschüsse und wieder zu. Okay. Also hat resettet dann sozusagen, ne? Komm mal hier rein. Gegen euch haben wir noch nie gekämpft, ne? Ja, ich habe ja auch irgendwie so Aufgaben, ne? Die tun ja auch irgendwann ablaufen, ne? Da steht irgendwie hier so. Wo ist das? Ist das hier? Ja, ich soll diese Gegner hier alle besiegen und so, ne? Und die habe ich halt noch nie begegnet. Die habe ich halt noch nie getroffen, ne? Und die sind halt hier, ne? Und da wir halt noch nicht so weiter gespielt haben, muss ich das hier machen, ne? Traumlandschaft. Stellung schreiben. Alles so Nebenquests hier, die so noch hier sind, ne? Deswegen wollte ich hier mal weiterspielen, ne? Damit ich halt nicht verpasse. So. Boom, ich tritt dir ins Gesicht. So, das wäre eine neue Konstellation, glaube ich, die wir noch nie gesehen haben. So, obwohl ich mir sicher bin, Chinchay haben wir schon mal gesehen. Ne? So, ihr ganzes Ding ist, sie kann Gacha spielen oder Mahjong. Ne? Sie hat da unten, ich muss mal meinen Pfeil hier einstellen. Ne? Sie hat hier unten hier so ein Ding. Ne? Wenn ich einmal hier spiele, dann zieht sie ein Ding, ne? Oder zwei. Wir müssen vier gleich haben. Wenn wir vier gleich haben, dann setzt sie einen verstärkten Angriff ein. Boom. Dann machen wir so lange, bis sie vier Stück hat. Jetzt hat sie vier Stück. Boom. So, jetzt setzt sie einen verstärkten Angriff auf drei Gegner ein. Auf mehrere Gegner. Und ja. Das ist das, was wir sozusagen mit ihr die ganze Zeit machen wollen. Ne? Und ihr Eidolon habe ich jetzt schon voll hoch, ne? Also Maximum. Also das sind so halt die Konstellationen wie von Genshin. Ne? Das heißt, wenn ich einen starken Angriff mache, dann kann sie manchmal einen Folgeangriff machen. Und sie tut, sie verbraucht ja jedes Mal einen Skillpunkt, wenn sie ja ihre Dings hier einsetzt, ihre Gacha spielen. Und normalerweise wird sie ja keinen bekommen, wenn sie mit einem verstärkten Angriff angreift. Aber da ich ihr Eidolon komplett habe, bekommt sie einen. Was richtig voll der Gamebreaker ist. So, Sparkles Ding ist, sie kann auf Charaktere losgehen, ne? Und die sozusagen vorspulen und die kritischen Schaden erhöhen. Moment bringt das leider ein bisschen wenig, weil halt, weiß nicht, weil wir alle irgendwie, weil wir nur ein Skillpunkt haben, ne? Aber was soll's. Bonk. So, ich kriegen wir dich kaputt. Yep. Bonk. So. Ah. So, nächster Charakter, Links. Die haben wir auch noch nicht gesehen, ne? Links kann heilen, sie ist eine Heilerin. Ich kann einen Charakter heilen damit und dieser Charakter wird geheilt und bekommt Heilung auf Dauer. Nehmt sie etwas Fisch essen. Boom. So, Chinchay ist halt nicht so
nicht so gut, wenn man keine Skillpunkte hat. Ich habe 0 Skillpunkte da unten, ne? Und ja, mit 0 Skillpunkte ist ja halt ein bisschen nutzlos. Aber was soll man machen, ne? Dafür kommt Sparkly ja zum Einsatz. Weil sie ist, weil ihre Ultimate sorgt dafür, dass alle Charaktere Skillpunkte bekommen und der kritische Schaden erhöht wird. So, Silberwolf haben wir glaube ich schon mal gezeigt, ne? Sie kann eine Schwäche hinzufügen, da der Typ hat eine Schwäche gegenüber zum Beispiel Feuer, Eis und Elektro, ne? Also kein Quanten, ne? Aber wenn wir jetzt hier das machen, dann bekommt er Quantenschwäche. Und Silberwolf packt eine Schwäche auf den Gegner, je nachdem, was für eine Konstellation wir haben. Und wir haben nur Quantencharakter, das heißt, wir können nur Quantenschwäche auf die Gegner drauf machen. Was gut ist, weil dann können wir jedes Mal die Schwächen treffen. Also, okay. So, Minecraft. Boom. So, und die Strategie ist sozusagen... Die Strategie mit diesem Team ist sozusagen... Oh, wir können ja einen Vogel finden. Also die Strategie ist sozusagen, wir warte mal, lass mich hier. Die Statue von Professor Eule, sie ist wirklich hübsch, egal von welcher Seite man sie betrachtet. Piep, das sieht aus wie ein Adler. Oh, ich habe alles falsch gemeißelt. Piep, wie sieht Professor Eule aus? Ich muss wohl zu Boss Rot zurück, um nachzufragen. Piep, ciao, peace. So, die Strategie von dem Team ist eigentlich, wir nehmen Sparkle, packen ihre Vorspulfähigkeit und ihre erhöhte kritische Schaden auf Chinchay, ne? Die spielt die ganze Zeit Gacha wie bekloppt, ne? Und feiert ihren verstärkten Angriff auf die Gegner. Und Silberwolf ist dafür da, eine Quantenschwäche auf die Gegner zu packen. Und das ist eigentlich eine ganz schöne Killer-Kombi. Also ja. Da war ein relativ einfacher Kampf gerade. Also da war schon ganz schön stark, und da geht noch schneller mit einigen anderen Teams. So, TikTok, du bist müde, lieber Gast. Du siehst aus wie eine Mikrowelle, die in einen Speicherbereich Mem geraten ist. Hast du bei deinen morgendlichen Trainieren nicht zu Abend gegessen? Zum Glück kann ich deinem Baseballschläger dabei helfen, seine Ausdauer wieder aufzubauen. Pass in Zukunft auf die Höhe des Steins auf, und die Kalorien sollten die Obergrenze von Roche nicht überschreiten. Ansonsten werden jede Menge Toiletten im Pinakoni auftauchen. Und hör auf, in Mülltonnen zu werden, denn ich liebe dich auch. Was war das für ein Satz gerade? Was war das für ein Dialog? Egal, Minispiel. So kann ich dich bewegen? Nee. Oh, warte. Ha. Ja, okay, da letzte ist ja wohl immer voll einfach. Tic-Tac, ich fürchte, ich habe gerade einen Haufen Unsinn verzapft. Tic-Tac, danke, dass du mich zusammengeflickt hast. Du wirst schon bald der interstellaren Treibstoff Nummer 54 deine Träume sein. Alles klar. Gut. Also ja, gut. So, der Grund, warum ich nur Quantencharaktere habe, ist, weil Sparkle irgendwie so eine Passive hat, dass irgendwie der Schaden von allen Quantencharaktere hier, also je mehr Quantencharaktere in der Gruppe sind, desto mehr Schaden machen alle Charaktere in der Gruppe. Das bedeutet, wenn alle Charaktere Quantencharaktere sind, ja, maximaler Schaden, ne? Deswegen laufen wir ja mit einer Mono-Quantenteam um. Dann ist eine Schatztruhe an der Wand. Warum ist die an der Wand? Ich muss auch an der Wand. So, die Brücke ist jetzt da, ne? Da geht schon weiter, sehe ich, aber gucken wir mal hier. Wow. Voll auf dem Trip. Ich habe mir mal den Trailer von Sparkle angesehen. Das ist ja wohl der größte Trip aller Zeiten. Das ist der beste Trailer aller Zeiten von Honkai Star. Ich meine, ich habe mir nicht alle Trailer angeschaut, aber mein Gott, das ist voll der Trip, ey.
Boah, kann ich nur empfehlen. Also richtig geil in Szene gesetzt, ey. Sieht man auch echt, da sieht man auch echt, dass die irgendwie, weil nicht Polyandere ist oder irgendwie sowas, ne? Wir wissen ja, wir haben sie als, wir haben sie halt letztes Mal, wir haben ja letztens sie zum ersten Mal getroffen erstmal, ne? Also so, jetzt kann ich ja mal mein Team ausprobieren. Hey, warte mal, ich kann bestimmt die Blöcke hier aktivieren, ne? So, mach mal das hier. Mal Sticker halten, ne? Erinnerung. Da müssen wir auch noch ein paar machen, ne? Der da, ne? Der wird mir angezeigt. So, jetzt kann ich auch mal sehen, wie stark mein Team ist, ne? So, hier sind so Dinger, die können einen hier unsere Energie auf. Haben wir schon mal gemacht. Man kann ja außerhalb der Kämpfe so Unterstützungsdinger einsetzen, ne? Zum Beispiel ihn hier. Mich selbst herausfordern. Das sind sozusagen spezielle Effekte, die dann im nächsten Kampf aktiviert werden. Ne? Zu Beginn des nächsten Kampfes zieht Shinji sofort Jadesteine. Mal zwei. Also diese Mahjong-Dinger, die sie hier wirft. Ne? Und ja. Das wollen wir machen, weil Sparkle hat auch so eine Fähigkeit. Wir starten dann mit mehr Fertigkeitspunkte im nächsten Kampf. So, und diese Dinge hier erfüllt wieder unsere Dinger. Und wir gehen jetzt hier rein und gucken mal, ob wir den kaputt kriegen, ne? Weil er hat jetzt einen Boss, der könnte ein bisschen schwieriger werden, glaube ich. Aua. Weil mal die Gegner so viel Schaden machen, ne? Ja. So. So, jetzt ist ihre Ultimate bereit. Und jetzt... Jetzt machen wir erstmal Folgendes. Wir machen erstmal mit Silberwolf ihre Ultimate. Weil ihre Ultimate reduziert die Verteidigung von Gegnern. Also wollen wir jetzt natürlich einsetzen, bevor wir auf die Gegner drauf prügeln, ne? So, das hat nichts an Schaden gemacht, aber das ist halt Honkai Star Rail, ne? So, jetzt setzen wir ihr Dingen wieder ein, ne? Boom. Boom. Und jedes Mal, wenn wir einen Skillpunkt irgendwie verbrauchen, dann werden die Charakter ja auch stärker irgendwie. Weil irgendwie Sparkle auch so eine Passive hat. Also sie hat eine Menge, meine Güte. So, jetzt gehen wir hier rein. Und wir spielen Gacha. Bonk. So, da machen wir direkt ihre Ultimate. Damit sie alle Gegner angreift. Und direkt wieder hier so vier Steine bekommt. So, boom, jetzt hat sie wieder vier Steine. Jetzt kann sie beim nächsten Mal direkt wieder einen starken Angriff machen, ne? So, wir machen, wir tun schon mal sie vorspulen, obwohl eigentlich brauchen wir halt nicht, ne? So, wir machen erstmal ihre Ultimate, dann kriegen wir ein paar Fertigkeitspunkte. Und alle Charaktere tun, glaube ich, mehr Schaden machen. Wegen dem Equipment, das ich hier gegeben habe. Boom. Rätselhaft, okay. So, und ich gebe jetzt ihr trotzdem das hier, auch wenn sie schon direkt am Zug kommt. So, und dir geben wir jetzt mal eine Quantenschwäche, damit wir dein Schild abbrechen können. So, ich weiß nicht, ob ich schon ihre Ultimate einsetzen will oder ob ich lieber angreifen will. Ich glaube, ich tue das mal heilen. So, jetzt können wir den Gegner erstmal brechen, ey. Na, blöd ist, er tut die ganze Zeit hier Leute spawnen, was voll nervig ist. So. Oh, alle Viere. Ich finde schon, die normalen Gegner sind ein bisschen nerviger. Ja, toll, denn seine Schwäche ist jetzt weg. Cool. Also, ich kämpfe auch zum ersten Mal gegen so ein Viechberg gerade. Ich habe da vielleicht schon mal in so einen Eventkampf oder so gemacht. So, ich heile mich mal mit ihr lieber. Es ist Zeit für unsere Pille. Unbegrenzte Getränke. So, da tut jetzt wahrscheinlich voll weh, ne? Ne, okay. So, will ich mit dir angreifen, um den Schild zu zerbrechen, oder will ich lieber... Ich meine, so viele... Ich glaube, ich will lieber den Schild erstmal kaputt hauen, ne? Ihr habt voll die Yandere-Lache, ne?
So, ich glaube, ich greife so an, einfach nur damit er mehr Schaden macht, ne? Oder soll ich einen von denen schwächen? Ja, der tut immer. Ein Problem in dem Spiel ist, die Gegner tun immer sofort Verstärkung zurückrufen, ne? So, ich muss Spark rein. Man kann das Spiel ja auch hier so vorspulen, ne? Damit die Animationen ein bisschen schneller sind. Aber ich mache das jetzt extra mal ein bisschen langsamer, ne? Damit die Leute hier mitkommen. Normalerweise spiele ich immer mit doppelter Geschwindigkeit, ne? Na, ob das gut geht. Nein, wir haben nicht Dings bekommen, leider. So. Ticken wir dich mal runter wieder. Ich glaube, so ein Mono-Quantenteam ist nicht so gut für so eine. Wie so Bosse und so, ne? So, direkt Ultimate einsetzen. Dann werden alle Charaktere beschleunigt wegen ihrer Ausrüstung. So, jetzt könnten wir sie an ihn angreifen, ne? Oder ich könnte sie vorspulen oder sie. Ich greife lieber an. Ne? So, ist sehr geschwächt. Jetzt müssen wir alle da angreifen. Und dann hätte er am meisten Schaden am Ende. So, ich glaube, ich will Silberwolf heilen. So. Ausgezeichnet. Ah, war jetzt nicht so gut. Der Gegner nimmt so wenig Schaden, ne? Und wir machen nichts an Schaden, ne? Ich glaube, ich muss erstmal die Kleinen hier erledigen, ja? Und Sparkle ist gleich tot. So, heilen bitte. Damit dem Team wird das leider nichts. Aber das ist auch wieder so ein etwas schwerer Rat, ne? Aua. So, ich weiß ja nicht, was ich machen soll. Der ist ein bisschen krass drauf, der Typ. So. Du bist dran. Gotcha. Gotcha. So. Ja, je nach Glück, ne, kann das natürlich voll schnell gehen oder nicht, ne? So, ich konzentriere mich mal auf die wahrscheinlich, ne? So, nochmal bitte. Ich weiß nicht, ob das irgendwie was damit zu tun hat. Ob ich lieber auf die losgehen soll. Oh. Ja, ich glaube, da wird nichts mit ihm. Wollen wir leben noch? Ne? So. Irgendwie leben wir noch. So. So, und ihn seine Quantumschwäche schon wieder weg. Cool. So. Ich tu mal vorspulen, ne? Wenn ein bisschen schneller geht, ne? So, jetzt zeige ich euch mal, wie ich normalerweise spiele, ne? So. Mal ein bisschen schneller hier. So. Na, wenn wir die erledigen, dann. Dann werden die Gegner angegriffen. Dann soll ich mich vielleicht erstmal auf die hier konzentrieren, ne? Das Problem ist, die Verstärkungen da, ja, die sind kackfrech in diesem Spiel. Die sind immer sofort wieder da. So. So, wir machen jetzt mal den hier wieder. Die Verstärkungstruppen in diesem Spiel sind kackfrech. Du tust manchmal die Verstärkungstruppen von jemandem entfernen, die kommen direkt und packen die wieder neue dabei. Also nicht mal ein Zug später, sofort. Oh mein Gott, warum ist meine Heilerin so langsam? Na. Na. Okay. Ich komme irgendwie, ich habe so das Gefühl, ich komme gar nicht voran, ne? So, selber Wolf. Jetzt alle heilen.
So. Ja, sie kommt nicht näher, sie kommt nicht dran. Ich glaube, ich will sie lieber eher ja nach vorne packen und sie wieder besser heilen kann, ne? So, wow, Aufnahmeprogramm, reg dich ab. So, ich kann den gerade nicht schwächen, denn seine Schilde sind alle blockiert. So, ich muss dich heilen. Genau deswegen habe ich sie vorgespult, ey. So, wir müssen uns auf den konzentrieren. Der muss sterben, ey, der Typ. Boah. Oh mein Gott. Ich glaube, ich habe was schaffen. So, ich muss dich vorspulen, damit du ja sie heilst, ja. Nein, nicht genug. Ja, einige Leute werden jetzt vielleicht falken, aber oder auch nicht. Heilung. Da ist noch Raum für Verbesserungen, ne? Wir müssen bedenken, meine Ausrüstung ist auch nicht so gut, ne? Weil perfekte Ausrüstung in die Hoyo-Spielen zu holen ist immer eine Herausforderung, ne? Und ich bin nicht mal annähernd nah dran, vernünftige Ausrüstung zu haben, ne? Aber es geht so in die Richtung so ein bisschen. So, Ich will lieber selber rausfallen. So. Meine Güte, ey. So, ich krieg dich immer noch nicht down, ey. Das gibt's nicht. So. So, warte. Jetzt müssen wir aber kaputt, glaube ich, oder? Na, geh doch mal kaputt. So. Ja, den seine Verstärkungstruppen genau kaputt. Außer er anscheinend. Sie trotzdem feigt. Aber ist nicht schlimm. In dem Spiel gibt es nicht so wirklich Erfahrungspunkte und so. Ist nicht so schlimm. Verpasst ja keine Erfahrungspunkte oder so. So, meine Güte, ey. Weil da war auch ein Bosskampf, ne? Da war jetzt nicht irgendwie, weil nicht normaler Gegner oder so, aber wollte wirklich hier ein Bosskampf hier. Von daher. Das ist Müll. Okay. Ich glaube, jetzt haben wir zum ersten Mal so einen Typen erledigt, ne? Hier, das ist das Ding, was ich hier haben musste, ne? 4 von 5. Boom. So, da muss ich nur 2 von denen erledigen, ne? Die waren ja ein bisschen einfacher. So, wenn wir noch mal so einen Typen sehen, ignorieren, ne? Ich wollte jetzt nur mal hier den Typen mir zeigen. So, ich hoffe ja, wir werden jetzt hier nicht irgendwie mal gegen so einen Boss oder so kämpfen oder so ein Weltboss oder irgendwie sowas. Wir sind ja noch relativ am Anfang hier von der Welt, habe ich so ein Gefühl, von dem Planeten. Ah. Mein Pfeil weg, ne? Wir laufen an den Wänden. Haben wir noch gerade herausgefunden, ne? So. Du bist ein von diesen Gegnern, die ich gerade bekämpft habe, ne? Du bist nicht wieder so ein Affe, oder? Was bist du denn? Ach ja, so ein Ding. Davon habe ich keinen mehr gesehen auf Screen, ehrlich gesagt. Obwohl doch, eigentlich schon. Ja, du kommst dahin. Du kommst hierhin. So, wie kann ich noch mal drehen? So hier hin. Nein, okay, dann nicht. Dann du hier, dann du hier, dann du. Nein. Ja. Ja.
hier und du hier. Ja, irgendwie heißt sie in der japanischen Version Hanabi, ne? Ich weiß nicht, wie sie dann auf den Namen Sparkle kam. Ist Hanabi nicht irgendwie Feuerwerk oder so? Ich nehme an, Hanabi bedeutet irgendwie so Funke oder irgendwie sowas dann. Irgendwie sowas. Hat der Name schon nicht Funke ist oder so, hat mich schon überrascht, ne? Na komm mal her. Alle beide. Ich mache mal auch noch platt. So, boom. Ich tue jetzt hier vorgespult spielen. So, diese Fernseher habe ich übrigens auch herausgefunden, wie die funktionieren. Jedes Mal, wenn die angreifen, tun sich deren Stimmung ändern. Wenn die gut gelaunt sind, dann tun die einen heilen und so. Und wenn die nicht gut gelaunt sind, dann greifen die einen an. Also, das habe ich jetzt auch herausgefunden, ne? Man dürfte die Kämpfe jetzt auch einfacher machen. Ja. Oder ich gebe meine Energie oder irgend so, keine Ahnung. Da ist will jemand nur alle zweite Mal hier kaputt hauen, ne? So, jetzt sieht man schon wieder so einen Unterschied, ne, an der Stärke. Wenn die Charaktere hier nicht gegen super starke Gegner, da so, und die können sich auch gegenseitig klatschen, ne? Dann sind die wieder schlecht gelaunt. So. Schlecht gelaunt. Gut gelaunt. Boom. Boom. So. Da. Sie mit dem Sandal einfach hier, den eine überzieht, so Backhand mit dem Fuß. Bonk. So, war mein Schrei des Todes. Da bist du ja. Mikael. Den Namen haben wir schon mal gehört, ne? Hat den Glühwürmchen nicht irgendwie mal erwähnt? Ich weiß das nicht mehr. Ist ja schon eine Weile her, seit wir letztes Mal weitergemacht haben, ne? Weiß nicht. Gibt's was, was du mir sagen willst? Schlag mich nicht, Piep. Hm, ich bin noch nicht wach, Piep. Boss Rot ist der Mamasch. Oh, hahaha, Boss Rot ist hier, Piep. Das wäre beängstigend. Ich wurde fast beim Faulenzen erwischt. Ich gebe es aber erstmal zurück, Piep. Peace. Ho, 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 ho. Na, gehen wir mal da hoch. Wow. Und irgendwie gruselig, weil wir auf der Seite sind. Da ist ja wieder ein Boss. Nee. Bonk. Zwei normale Gegner, das schaffe ich. Nee, lass mal. Meine einige Fernseher. Ja, da ist ein Fernseher. Dann hauen wir den erstmal. Damit er uns irgendwie heilt oder so. Okay, Leute, ja, müssen wir aufhören, nur auf einen Charakter loszugehen. Ne? Nicht extra heilen, ne, dafür. Okay. So, wie gesagt, die Fernseher dürfen wir nicht angreifen, ne, weil die heilen uns hier, ne. Auch sie. Ich feuer einfach alles raus, was ich habe. Sieht aus, als hätten die irgendwie so ein Schild oder so. Deren Lebensbalken sehen so komisch aus. Zack, wow. Man hat ihn so stark gegen den. So. Mir wird es nicht gut gelaunt sein. Ah.
So, einmal auf dich, würde ich sagen. Sie sind ja wieder gut gelaunt. Hallo. Hey, danke. Ich hau's mal. Zeit für die Fälle. Boom. So. So, gib uns mal ein paar Skillpunkte. Das ist so eine broken Fähigkeit, ne? Und jeder im Internet sagt doch immer so, wow, das ist voll broken, ne? Aber ich bekomme ja immer so Videos irgendwie so empfohlen, so. Und einige davon sind ja auch Honkai Star Rail, ne? Und dann sind dann immer irgendwie so Sachen dabei wie so, oh, dieser Charakter, der gerade released wurde, ist voll broken, was irgendwie voll dämlich ist. Und das wird wortwörtlich über jeden Charakter in diesem Spiel gesagt. Jedes Mal, wenn ein neuer Charakter released wird, kommt immer irgendein YouTuber und sagt, oh ja, dieser Charakter, der gerade released wurde, ist voll broken und ihr solltet den pullen. Ja, ist klar, man sollte für jeden Charakter pullen. Man kann halt nur nicht für jeden Charakter pullen, wenn nicht jeder unendlich Geld hat. Das ist das Problem, ist klar. Jeden Charakter zu besitzen ist gut, ne? Genau, ist aber nicht so einfach hier, ne? Ja, ja. Schwungangriff, ey. Also Obelix von Asterix und Obelix. Ja, der hat irgendeine Art Schild, wenn ich mich nicht irre. So, ich hau einmal dich. Ne, warte mal. Dann mach ich hier. War schon gut gelaunt. Ja, macht die Gegner auf jeden Fall einfacher, wenn man die so manipulieren kann, ne? Tanz nach meiner Pfeife. Ah. Bonk. Oh, jetzt kommt gleich die nächsten. Dann hau ich noch mal hier rein. Oh. Der kommt ja noch mit, was ja alles passiert. Ja, ne? So. Ich schau mal den hier als erstes kaputt. Oh, die Dicken, die machen irgendwie so viel Schaden, habe ich so Gefühl. Okay, Seele froh, irgendwas stand da gerade. Danke. Da. Also wir müssen eigentlich die ganze Zeit nur immer aufpassen, den einen Typen hier eine überzuziehen, ne? Den Fernseher. Und er zieht sich immer selber eine über und tut sich dann wieder zurück verwandeln. Da kann man ja manipulieren. So, das ist natürlich jetzt blöd. Ach, der ist gar nicht. Ich dachte, der explodiert und tut allen Gegnern Schaden machen. Aber er tut anscheinend nur anliegenden Gegnern Schaden machen, ne? Ja, jetzt hat er sich wieder selber. Wie ein Nah. Tun wir mal ändern. Hm. So. Machen wir das so. Dann hast du ihn nochmal. Bonk. Ist er wieder gut gelaufen. Tod, Leben, Tod, Leben, Tod, Leben. Okay. Ah. So, ich muss einmal dich. Bonk. Und dann auch ich dich. Oh, ich liebe dich. Haben wir den kaputt. Ich mach grad Geräusch von. Bonk. Ja, jetzt können wir jetzt halt nicht ändern, ne?
Ja, weil wenn er schlecht gelaunt ist, ne, dann macht er dicke Schaden auf alles. Deswegen finde ich so gut, dass ich das herausgefunden habe. So, er ist gedicht. Hat er so einen Vollgang gemacht, ist übrigens zufällig. Ja, und der tut auch noch Energie abziehen von allen Charakteren, das ist auch voll dämlich. Okay, cool. Alles klar, so. Mein Gott, die Kämpfe sind ganz schön schwierig, wenn man hier mit einem bestimmten Gimmick-Team hier irgendwie so spielt. So, warte mal hier. Okay, sie hat ihn anscheinend nicht erwähnt. Es ist irgendwie gruselig. Es hat etwas Trauriges an dich. Ja, Michael, wo habe ich diesen Namen schon mal gehört? Ich würde sagen, ich muss schon sagen, den Namen habe ich doch auch schon mal gehört. Der wurde auch schon mal erwähnt, ne? Okay. Und ist auch eine Truhe. Komm ich denn da hin? Hm. Habe ich jetzt eigentlich alle hier? Ist auch abgeschlossen? Ja, ne? Boom. Dann war es abgeschlossen. Was muss ich hier machen? Ich soll 3 zerstörbare Objekte im Reverie. Hotel Reverie, aber das habe ich noch nicht freigeschaltet. Das ist ein nächstes Gebiet, glaube ich, ne? Hat er auch. Ich nehme mal das nächste Gebiet, was wir irgendwann kommt, ne? So, da teilt uns, ne? Ja. So, jetzt habe ich auch keinen Bock mehr auf Kämpfe. Also mal hier hin. Wenn ich mich nicht irre, dann tut Sparkles außerhalb des Boom. Balloon Impact 3. Ja, so ein Ballon habe ich irgendwie auch schon mal erledigt. Da habe ich auch so einen Erfolg bekommen für. Wie komme ich zu dieser einen Schatzruhe? Oh, das wird ein Rätsel. Hey. Oh, ich hätte nicht gedacht, dass ich hier laufen kann. Oh, du bist wirklich ziemlich wendig. Aber du kannst auch ein weniger Schurke sein. Jemand ist in Clockys zu Hause eingedrungen. Ich muss schnell zum Boss zurück, um das zu melden. Piep. Peace. Ho, 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 ho. So, dann mal hier hin. Ja. Diese Welt ist schwer, so schwer. Na, geh mal weg. Terrain. Das Wichtigste am Machstehen ist, jeden Vogel einen geeigneten Platz aufzuhalten. Dieser Lampenschirm ist der geeignete Platz für mich, Piep. Du musst nicht länger wach halten, Piep. Piep, so schöne Dinge passieren also immer noch. Ich bin auf jeden Fall zu Boss Rot, um das zu bestätigen, Piep. Peace, peace. Ich weiß übrigens nicht, was passiert, wenn man irgendwie alle gefunden hat. Es gibt ja in jedem Gebiet irgendwie so verschiedene Vögel und ich habe, glaube ich, in keinem Gebiet schon alle gefunden. Also ich weiß nicht, ob was das bringt. Ich nehme mal eine Belohnung irgendeine, aber ich habe bis jetzt noch nichts bekommen, glaube ich. Ich habe wahrscheinlich noch nicht überall alle gefunden. So, wo bin ich jetzt hier? Jetzt bin ich wieder hier.
Irgendwo war eine Truhe, die ich nicht eingesammelt habe, und ein Rätsel, aber da werde ich dann schon auf Screen machen, ne? Ach so, ich weiß hier Dinge, oder? Ich muss mir ja der Ladung Treppen holen. Durch das Berühren. Kann ich hier nichts machen? Na, Bock. Oh Gott. Ah, hier ist aber. Traumpuzzle. Du kommst hier hin. Ich habe beim ersten Mal geschaffen. Du kommst hier hin. War sogar richtig. Du kommst hier hin. Man sieht ja so ein bisschen die Umrandung von dem Bild, sehe ich gerade. Das macht es doch ein bisschen einfacher. Reichhaltige Schatztruhe. Ja, die Dinger interessieren mich leider nicht. Die brauche ich nicht mehr. Was ist mit denen los? Wow. Das ist nicht gut. Das ist kein gutes. So, einziger Brunnen der Erinnerung. Müssen wir auch noch mal hier so machen, ne? Ein Traumpass. Ich weiß gar nicht, ob ich hier schon alles erledigt habe. Ne? Ich habe da ein paar Sticker irgendwo mal so hingepackt. Hier ist irgendwie was noch. Da packen wir mal hier hin. Noch ein. Ja. Erinnerung 2. Irgendwie kann ich das nicht kleiner machen. Ja, kleiner machen. Aber geht anscheinend nicht. Boom. So, und da müssen wir halt, ich weiß nicht, ob wir da noch nicht weitermachen können oder ob wir erst noch in das nächste Gebiet oder so gehen müssen. Wie viele Truhen haben wir? Warum ist die Karte hier so? Das ist so ungewohnt. Ich habe noch nie gesehen, dass die Karte so war. Die ist normalerweise 2D. Und auf wann wer die beherrscht oder so, ne? Ich nehme einen Sternanker. Das sieht schon ein bisschen, das sieht schon ein bisschen heftiger aus, der Teil da. Nein, ist nicht nur ein Puzzle, ich höre irgendwo noch ein Vogel. So, hey, ach hier, ihr seid ihr alle. Ein scharlachroter Vogel sieht dich mit seinem erhobenen Kopf an. Du hättest nie gedacht, dass einmal solch ein überzeugender und grimmiger Blick von einem Origami-Vogel bekommen würdest. In voller Montur mit Waffen und einer Erlaubnis in Klöckis zu Hause zu schleichen. Stones Lakai, nimm das. Es ist ein Missverständnis. Alles ist ein Missverständnis. Was nennst du ein Missverständnis? Hier, nimm das, Piep. Oh nein, scheint, als wäre dieser Kampf unausweichlich. Der galaktische Baseballschläger kämpft 300 Runden lang gegen den purpurnen Pförtnervogel und schlägt ihn schließlich knapp um eine halbe Baseballschlägerlänge. Der Origami-Vogel bleibt atemlos vor dir stehen. Du bist gut, galaktischer Baseballer. Du hast mich geschlagen, auch wenn ich nicht erfreut darüber bin, Piep. Bevor du deinen letzten Schlag machst, habe ich eine letzte Frage. An jedem Eingang, an jeder Ecke, verdammt, sogar in jedem Korridor habe ich Vögel wach halten lassen. Stones Lakai, du bist, wie bist du nur hier hereingekommen, Piep? Ich wurde von jemandem eingeschlagen. Nur Klöckis Freunde und Superschurken würden alles daran setzen, hierher zu kommen. Und du siehst nicht aus, als wärst du freundlich gesinnt. Piep, Moment mal. Der Origami-Vogel dreht argwöhnisch den Kopf, hüpft an deiner Seite und nüffelt an dir. An dir ist der Go von Klöckis Lieblingsseelfroh, Piep. Bist du wirklich Klöckis Freund? Das hättest du auch früher sagen können, Piep. Klöcki war in letzter Zeit nicht zu Hause. Nur ich und die Patrouillen.
Trotzdem haben sie den Gast nicht bemerkt, der sich hineingeschlichen hat. Wie peinlich, Piep. Piep, Piep. Scheint, als würde es dein kleine, würde es den Kleinen an Übung fehlen. Hilf mir und ruf sie zurück. Wir organisieren ein Treffen, um das näher zu besprechen, Piep. Kein Problem. Du bist ja entschlossen. Deinen Kleinen können wir noch etwas von dir lernen, Kupo. Diese Kleinen. Kupo. Piep. Ich habe gerade Final Fantasy 7 Rebirth gespielt. Da habe ich auch Mogris geholfen. Geh jetzt, ruf diese enttäuschenden kleinen Gefährten zurück zum Mammutbaum und schau dich hier mal um. Nicht, dass noch andere böse Baseballer reingeschlichen haben. Ja, wenn ich jetzt noch wüsste, wie viele Leute, wie viele Vögel ich hier finden muss, ne? Das ist so gruselig mit dem Typ hier. So, jetzt habe ich wieder eine 2D-Karte. Was zum... Oh, das sieht schon aus, als wäre hier irgendwie was Wichtiges, ne? Oder ist da oben? Ich gehe erstmal hier lang. So, muss ich mich hier wieder durchkloppen. Ja, mal mit einem kompetenteren Team hier rein. Ich dachte, das hier nicht kompetent ist, aber ich hätte gerne so ein Team, mit dem das ein bisschen schneller geht. So, ich habe übrigens Bornia bekommen, indem ich, weiß nicht, ich sag mal weggehen. Wow. Weil Honkai Star Rail hat so eine coole Funktion, wenn man 300 mal das Standardgebet hier macht, dann kann man sich irgendwie einen 5-Sterne-Charakter auswählen, ne? Und das sind sozusagen diese Charaktere alle, ne? So, sie habe ich schon zweimal gehabt, sie habe ich auch schon zweimal bekommen, ihn habe ich, und ich habe mir sie geholt, weil jeder empfiehlt auch irgendwie sie zu holen, weil sie richtig gut ist. Am liebsten hätte ich noch Welt, er ist auch cool, und ja, sie und ihn habe ich noch nicht, aber die interessieren mich nicht so, ne? Ja, ich habe Bronya gewählt, als ich mir einen aussuchen konnte. Das sollte Genshin auch mal einführen, dass man sich hier einen Charakter auswählen kann. Wieder so eine Sache, die Honkai besser macht hier, ne? So, Team. Ich will mal ein besseres Team haben. Einfach nur, damit der Kampf jetzt hier ein bisschen schneller geht. Gehen wir mal auf mein... Na, da haben wir auch schon mal gezeigt, ne? Gehen wir mal das Team hier, ne? Wird schon klappen. Wow. Oh, ich konnte die voneinander trennen, sehe ich gerade. Mach mal, mach. So, ich erkläre jetzt nicht, wie das Team funktioniert. So, Blade haben wir ja schon mal gesehen. No, ich muss... Für die Gegner sind ja wohl voll schwach. So, ja, ging sehr viel schneller. Na, dann versuchen wir noch mal. Ich muss gar nicht gegen euch kämpfen. Ich kann einfach hier hingehen und die Schatztruhe einsacken. Da lag noch irgendwas. Ah. Aus dem Weg. Da. Ich glaube nicht, dass ich mit ihm Dings machen muss. Da. Boom, boom, boom. Warum ist dieses Team so viel stärker? Sind eigentlich auch nicht so starke Charaktere. Na, eigentlich schon. Eigentlich schon. Hertha ist ein bisschen schwächer leider. Was ich voll schade finde, weil ich mag Hertha. So. Weiß nicht, soll man das Puzzle da noch machen? Ich weiß ja nicht, ob dann irgendwie was passiert oder so, ne? Das sieht irgendwie so aus, als hier, weiß nicht. Machen wir mal Puzzle. Hm. Sicherheitszone betreten. Spielzeug raus. Oder tarnt sich jemand als... Und so. Kommst du da raus? Piep, piep, piep. Piep. Der Rotvogel springt erwartungsvoll raus, aber scheinbar bist du nicht die Person, auf die ihr erwartet. Der Vogel raschelt enttäuscht mit den Federn und fliegt weg. Er wird nie wieder als knapp. Das Knapp-Programm zeigen. Nein! Ein Geschenk, das zur Feiern des bestimmten Ereignisses vorbereitet wurde. Es war bestimmt Teil eines lustigen Festes. Eines lustigen Festes, mein Gott.
Ein sehr teures Klavier. Scheinbar hat das Kind in diesem Haus eine ausgerichtete musikalische Ausbildung erhalten. Soll ich denn mal, ich muss das hier machen, ne? Zu näher kommst, regen sich die dicht gepackten Bausteine. Sie machen ein Geräusch wie 1000 Münder, die sich gleichzeitig öffnen. Schau, wir sind so unbeweglich wie ein Berg. Selbst das heftigste Beben wird uns nicht ins Wanken bringen. Aber welchen Sinn hat das alles, wenn man niemand zum Spielen hat? Er wird nicht wiederkommen. Er wurde entsorgt, genau wie wir. Du kannst die Bausteine sehr leise wimmern hören, aber als du genauer hinhören willst, verschwinden alle Geräusche. Bauklötze. Trauerzahnrad. So, ich wollte dich eigentlich hier reparieren, hatte ich doch gerade hier. Tag, oh, ein seltener Gast. Wann bist du hier? Seit wann bist du hier? Tag, das Wetter ist heute gut und die Sonne ist lila. Möchtest du etwas von Salz und Pfeffer Klucki probieren? Klar. Nicht lange da. Ne, da muss ich lang, ne? Oh. Ich wollte eigentlich da oben lang, aber anscheinend war das hier in Ordnung. Oh, guck mal hier. Kannst du da nicht rüber? Oh Mann. Ja, ich hab da jetzt schon alles. Also hier. Ne? Nein. Jetzt gehst du doch mal. Was? Da. Oh. War ein bisschen gemein. Leute, wache auf. Tag, die Sonne ist nicht lila und Cookie kann man nicht essen. Ich muss jetzt zur Arbeit. Okay. Jetzt mal schon, jetzt mal so oder so dahin, ne? Hier Zerren im Feuer drin. Ich habe nur 20 Sekunden durchgehalten. Dieses Mal habe ich die Herausforderung auch nicht geschafft. Piep, wie kann ich nur ein richtiger Hardcore-Vogel wie Boss Rot werden? Vielleicht hat er eine neue Trainingsroutine. Piep, gehen wir zurück und holen uns ein paar Tipps. Peace. Ja, 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 ja. Da, wo ist jetzt hier Puzzle oder Rätsel oder irgendwie sowas? Oh. Okay, ich muss sie kaputt machen. Traumpuzzle. So. Ah, jetzt haben wir da eine Tür. Ja. Genau deswegen mache ich jetzt auch einen Schnitt, damit wir hier beim nächsten Mal weitermachen, ne? Ich finde es gut, dass hier gerade eine Sicherheitszone ist und so. Ja, und ich werde mal. So, haben wir die Vögel alle? Wahrscheinlich nicht, ne? Oh, Rede Klartext. Geht es um den vollen kleinen oder um weitere Eindringen? So, ich glaube, Hinweise kann man sich kaufen, indem man hier. Nein, da will ich nicht. Indem man hier so Punkte ausgibt, aber die will ich nicht ausgeben, weil damit kann man auch Slotmaschinen hier spielen. Ne? Ich werde wahrscheinlich hier nochmal rumrennen und versuchen, die ganzen Vögel noch zu finden. Ne? Wir finden ja auch ein paar Schatztruhen noch, ne? Und das sieht ja schon aus wie das Ende. Ne? Hm. Also ja, gucken wir mal, ne? Wie das hier weitergeht. Ne? Aber erstmal bei der nächsten Folge, ne? Gut, ich weiß nicht, wann dieser Part hochgeladen wird, wahrscheinlich so an einem Samstag oder am Sonntag, ne? Aber dann haben wir im Wesen schon mal, ne? Gut, ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen, auch wenn es relativ selten jetzt hier hochgeladen wird, nehme ich an. Aber ja,
wie gesagt, ich will halt nicht so wie ich wollte, ja, nur mal so zeigen, und wir tun immer noch jetzt hin und wieder mal zeigen, ne? Aber gut, ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Hinterlasst ein Like, ein Abo und Kommentar, wenn es euch gefallen hat, und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ne? Ciao.